Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ach, meine lieben Freunde, ich will mal irgendwas anders sagen. Ja, und zwar wieder Tribe Wars, meine lieben Freunde. Genau, und wieder dabei ist der... Alter Schwede. Und wieder dabei ist die Smiley von SPZ-LP. Hi Leute. Der Erik von EMB-LP. Ark! Herkommen, Freunde, yeah. Bei Ark. Und natürlich der liebe Revano. Hallo, da bin ich wieder. Von Brunsbüttel. Genau. Nee, von Revano LP. Nee, da braucht wenn ihr alle, das nackt. Klickt mich alle, bis ihr wollt. Wenn ihr das Narkotikum mitbringt, dann kann ich uns ein Dilo besorgen. Weil der liegt jetzt hier. Ich brauche nur Narkotikum. Alter, kannst du Dilo besorgen, sagst du? Und Fleisch. Ganz viel Fleisch. Fleisch ist Manu, das, was also wenn, wir am meisten haben. Oh, ja, dann mache ich ihn platt. Geht ja nicht anders. Yes. Oh, ich habe ein Level up. Ich bin unten am Strand gewesen. Nee, kein Act. Also wenn, dann sollten wir wirklich gucken, dass wir die Dilos besorgen, wenn wir zusammen losgehen. Weil Fleisch ist hier echt Mangelware und die fressen ja nur Fleisch, ne? Die Stinksacke. Ich gleich die Narkotikbeeren, dann kann ich uns ein Dodo zähmen. Oh, ich könnte jetzt mit Level Wooden Spike Wall, das sind doch schon mal hier Mauern mit Stacheln. Ich weiß. Ich sag ja nur, dass die hier schon da sind und Stone Irrigation. Kann jemand die Narkotikbeeren bringen? Ich habe keine Narkotikbeeren. Die sind, wenn sind alle die letzten Narkotik. Ja, 14 Stück. Wo bist denn du? Lass die hier, auf, ich komme also komm an den Stein. Meine ist am Lass. Vorne hin, warte. Was brauchst Smiley. Du denn? Komm an den Eingang. Hut, mit dem Dodo. Holz oder? Ja. Ich laufe jetzt extra zurück. Noch einmal, was ich bin hier, Feuer dann laufe ich. Ah, das Anfangsfeuer. Onkel, was brauchst du? Dann komme ich Smiley mit, dann kannst du den zähmen und ich kann dir noch Beeren besorgen als Sammler. Mhm. Okay, hast du die Dinger? Nee, noch nicht. Lauf doch weiter zur Küste. So, ich hab keinen Power. Auf der Wasser hinterher. Bam, bam. Und ich würde auch vorschlagen, wir holen uns dann direkt noch, wenn wir ein, zwei Dodos noch gekillt haben, holen wir uns dann direkt auch noch einen Dilo. Weil ich habe nämlich jetzt noch ein bisschen Fleisch dabei, was raw ist. 4 Stück. Hast du das Zeug? Ich hab das Narkotikum, ja. Oh, die Beeren oder das Narkotikum? Ich bin tot. Die Beeren oder das Narkotikum? Das Narkotikum. Ah, ich hab das Narkotikum ist besser für die Fleischfresser, oder nicht? Ja, die Beeren sind besser. Er ist wahrscheinlich eh gleich wach, weil ich finde ihn jetzt nicht mehr. 45 Beeren waren im Mortar. Und du hast jetzt das Narkotikum genommen. Ja, er ist gleich wach. Dann hol die Beeren und ich mach nur eins von den Dingern da rein und dann, holen wir den Rest für die... Ja, sehr gespielt, ich bin schön, ich merke schon, aber ich bin gerade am Bauen, deswegen... Onkel, ich bin gerade, wo bin ich jetzt gerade gespawnt? Bei... Wo bist denn du? Ja, ich bin wieder da, ich bin glaube ich gerade bei... Ne, nicht du, die Smiley. Warum spawnst du nicht in mein Bett? Ans Feuer. Hä? Okay, spawn doch in mein Bett. Ja, bin ich. Also in, am Anfang ist Feuer. Aber ein anderes Bett. So, genau hier. Siehst du mich hier laufen auf dem Weg? Dreh dich mal um. Ja. Krieg ich jetzt meine scheiß Klamotten wieder. Ich kann nicht laufen, ich bin tired. Ja. Lauf du zum Dodo, einfach geradeaus oder was? Jetzt erstmal hier geradeaus durch diese Felsen da. Jetzt muss ich meine Leiche wiederholen, dann krieg ich meine Klamotten wieder. Das ist ganz wichtig. Ich sagte, ich kann nicht und dann laufen ist jetzt. Hier geradeaus so ein Stein. Ja. Ich bin jetzt da, ich laufe an dir vorbei. Ja, und da liegt der Dodo. Wo? Da. Ja. Okay, dann lass mich ran, ich hab die Beeren. Ja. Mein Kadaver so. Plündern. Ach scheiße, jetzt hab ich die Beeren rausgeholt. Wo sind die scheiß Beeren? Boah, was ist hier los? Da. Ich werd hier gerade angegriffen von Piranha. Hab ich. Ich geb dir gleich das Narkotikum nummer raus, ich mach nur mal die Alter, Beeren verpiss rein. Dich, ey. Mach die Beeren da rein. Boah, du dreckiger scheiß Spasti, ey. So, hier ist es das Narkotikum. Boah. Ja. Dann holen wir uns nämlich gleich noch ein Dilo. 5 Mal haben wir. Ich sammle hier noch ein paar Beeren. Brauchst du Beeren? Moment, geht's noch?
Hab also normale Beeren zum so essen habe ich genug. Jetzt okay. Krieg ich meine Sachen nicht, ey. Wegen dem scheiß Piranha, ey. Also die Narkotikbeeren, sie sind auch extrem, wie sieht's mit deinem Wasser aus? Ist momentan voll, ich habe noch aus meiner Flasche getrunken. Okay, also solltest du deine Flasche auffüllen, wenn du kurz vor leer bist. Noch aus der Flasche. Ja. Also hier gibt's extrem wenig, einen Narkotikbeeren habe ich jetzt. Ich habe auch ewig gesammelt, um eben überhaupt welche zusammenzubekommen. 45, ne, haben wir jetzt. Also jetzt. Ja, das hast du schon gemerkt, dass die ziemlich rar sind. Der hat schon Level 24, das ist ja mal nicht so schlecht. Jo. Das heißt, der braucht aber auch mehr. So, Rivano, was brauche ich? Keine Ahnung, ich bin tot und muss das. Du bist der Sammler. Nix, keine Ahnung. Mir Setsch. Der Sammler-Gammler. Weißt du, wurscht. Was machst du denn schon? Ich bin gestorben. Na, warum bist du gestorben? Warum? Ja, Piranha halt. Na, was willst du mit dem Piranha? Du sollst das sammeln. Ich schmeiß dir nochmal 6 Dinger dahin. Mhm, danke schön. Warte. Willst du den dann zum Schluss fertig zähmen? Von mir aus. Weil dann hast du deinen Kühlschrank wieder. Drop Item, Drop Item, Drop Item. So, 3 Stück habe ich dir rausgeworfen. Danke. So. Glasses, Stimberry, Narkobeere. Wie sieht's mit deinem Wasser aus? Momentan bin ich bei Viertel, nee, halb voll noch. Okay, dann mach dich auf. Ich bleib dann hier. Oder? Ich brauch nur die Beeren dann. Ah nee, die sind im Vieh drin, ne? Sind alle im Vieh. Boah, komm, weg, schwimm. Dann hol dir Wasser, wo ist denn das Ding da? Oh. Du musst dem mehr geben. Mehr geben? Sonst okay. Der mehr geben. Oh. Sonst der Torpor ist zu tief. Okay. Du kannst das bis unten links, unten rechts siehst du den Torpor und das geht bis 71 und du hast den bis 20 runtergemacht schon. Das geht nicht. Du musst dem mehr geben. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Das hängt dann vielleicht darum, dass meine Tiere auch immer so lange gedauert haben, weil ich immer so um die Hälfte dann weitere Beeren gefüttert habe. Ja, du kannst den Biss voll geben. Piranha. Siehst du, das meine ich. Jetzt habe ich das Rivalo leiser gestellt, das versteht man kaum noch. Aber was schreit er noch ständig so? Ich schrei gar nicht. Ich habe den Piranha. Müsste einer von euch mal blinken, dass ich hier wegkomme. Sobald ich hier ins Wasser komme, kommt der und dann ist vorbei, ja. Willst du zu deiner Leiche oder was? Ich hab alles, aber ich komme nicht mehr weg. Der hat mich umkreist hier. Warte, geht Hilfe! Gedulde dich einfach. Kommst du? Ja, ich muss erstmal, ich will jetzt sterben, deswegen lade ich erstmal alles ab hier, weißt du? Ja, klar. So. Jetzt ein kleiner Trick. Diese Stimberries, die machen den, wenn ich dem die gebe, die stimulieren den, dann geht der Torpor schneller runter. Kann ich aber gleich direkt, und das Essen geht runter. Das heißt also, ich kann dem 2-3 Beeren reinhauen, dass er schneller getempt wird. Boah, da bist du cool, nochmal. Oh, da kommt der schon, der Drecksack. Alter. Du kleine, dreckige Piranha-Frau. Mehr Dings, ne? Mehr Narkobeeren. Ich gehe dann in der Zeit ein bisschen sammeln. Moment, komm gleich wieder. Mein Leben hier am Wasserloch. Umzingelt von diesem Mistviech. So, bis der Torbau wieder 71 ist. So, okay, wo bist du jetzt, Rivano? Wenn du von meinem Haus hinten die Klippe runterspringst, dann siehst du mich. Also steh runter, schau runter und dann müssen wir schauen, was wir da machen. Ey, der ist genau unter mir und sobald ich ins Wasser gehe, kommt der. Ich muss jetzt halt nur raus, aber ich komme ja nicht am Ufer entlang, der kommt sofort hinterher. Ja, Moment, bin auf dem Weg. Ich weiß nicht wohin, wo ich hin soll. Soll ich jetzt links hin? Bin ich schneller an der Küste, aber wenn ich recht, da kommt er, da ist er schon, der Drecksack. Ich bin nur mal ganz kurz mit dem Fuß im Wasser und da kommt er schon angeschwommen, sieht er da? Kleinen Zeh ins Wasser gehalten. Bin auf dem Weg. Das ist der weiße Piranha ist das hier. Miley, willst du den holen? Was denn, den Dino? Den Dodo weiter, ja. Dodo, hol du dir den, das ist dein Kühlschrank. Mein Kühlschrank ist tot. Ah, deswegen hast du jetzt einen zweiten. Er wurde gefressen von einem T-Rex. Oder zermatscht oder so. Oder beides. Gefressen und zermatscht. Er ist zermatscht, damit er besser zwischen die Zähne passt. Deswegen hab ich doch den gerade erschlagen. Er hing doch unter dem Zeh von dem T-Rex. Achso, okay.
Jetzt immer noch wahrscheinlich, ne? Ja, die. Und rennen damit rum und sagen, das war deiner, der war von Erik. Ey, bei mir läuft der Temmek bei. Doch, jetzt geht's. Jetzt geht's. Hä? Ich laufe die ganze Zeit bei uns rum, ich sehe dich nirgendwo. Onkel, ich bin unten runtergefallen, hinter meinem Haus. Wenn du die Klippe runterguckst, dann siehst du, wie auf dem Stein steht. Ein Spino. Und ich komme nicht ins Wasser, weil dann Piranha um mich herumkreist. Der sagt, lecker. Ja, ich bin ja drumherum gelaufen, aber wahrscheinlich die falsche Seite. Ja. Habt ihr noch Narkobären reingemacht? In den die Dodo, meine Güte. In den Didolo? Didolo. Didolo? Didolo? Was ist denn mit dem Piranha nicht richtig? Der geht mir voll am Piss, ey. Der kommt sofort an. Ey, warte mal, ich hab ne Fletch. Der mag dich. Warte doch mal. Kann ich ins Wasser ballern? Kann ich im Wasser schießen? Guck mal hier. Guck mal. Ich hab dir da was mitgebracht. Ne Flare Gun. Ja, spawn die Tiere wieder, weil ich würde nämlich den Piranha da behalten. Der hat so ein hohes Level. Der kann unsere Base da, wie sagt man, beschützen. Oh, wie unlogisch. Ich kann nicht ins Wasser ballern. Du musst auf seine Schwanzflosse oben ballern, dann geht das. Nee, der schwimmt ja unter, der Kackvieh, ey. Der Klackvieh. Klick-Klack. Mann, ich dachte, der hat so viel Power. Jetzt haben wir hier einen Klick-Klack-Fisch und einen Dudu-Dadidi. Und oh, was will hier alles so schönes haben? Ich frag alle mich, drehen hier durch, ey. Ich frag mich. Dudu-Nodolo. Dudu-Lilili. Hallo, Lululu. Pipi Kaka, was? Die Teledodos haben wir jetzt, oder? Dummdi, bubdi, bub, bub. Pinky, Bubbidi. Pipi und Poppy, ey. Pipi Kaki in die Buxi, ey. Hallo, was, Onkel, bist du jetzt noch da? Ich lauf doch, ich lass dich gleich stehen oder eine ganze. Ich frag dann nur, ob du auf dem Weg bist. Weil ich nein, so, Rivano, nein, ich bin nicht auf dem Weg, weißt du? Ich will dir nicht 20 Minuten. Ja, musst du aber, wenn du so einen Scheiß machst. Ich mach ja gar nichts. Siehst du? Er ist hier. Ich hau gleich hier ein Loch rein in die Wand. Wie Rivano damals mit Twitch. Ja, mach dir doch mal einen Twitch-Account. Oh, Alter, ich dachte, ich kenne mich aus mit Computern. Jetzt kommst du mit Twitch, Twatsch, Twitch, Twitch. Twitchy. Twitchy und Twatschy, ey. Twitchy und Batschy, ja. Hab nochmal was reingemacht. Was hat denn da gerade so Dodo? Was hat denn da so gekluckert? Ja. Ah, da hinten ist der Onkel, die korrekt. Und alles mit rein. Da bin ich, Onkel. Ja. Oh, der kommt sofort zurück. Wie das ja, dauert, ja. Ey, der... Moment, könnt ihr eigentlich alle Beeren reinmachen, ne? Ja, du lockst ihn jetzt zu dir und ich lauf links werden, lang. Paar solltest du für links dich behalten. Wegen dem bringt gar nichts. Wenn du jetzt nach rechts, warte mal, nach links. Ah, der kommt sofort. Ich renn rechts und dann auf der andere Seite vom Ufer. Nee, rechts musst du rechts musst du zu weit, schwimmen. Musst links du zu weit rum. Also mach ja, links. Dann geh ich links. Ja. Bist du jetzt schon im Wasser? Nee, nein. Ich guck mal, wo ist der? Dreckige Schöp... Ah! Oh, was machst du denn im Wasser, Alter? Du musst schon mal warten. Ah! Der beißt mich. Er schreit wie ein kleines Mädchen. Ja, ich hab mich zu Tode erschreckt hier. Drehst dich zur Seite und dann kommt dir so ein Onkel-Piranha. Ja, er ist weg so jetzt. Komm, los, lauf. Schneller, schneller. Boah, der kommt zu dir. Ja, du wolltest ihn doch ablenken. Ja. Du weißt ganz genau, wie. Mach weiter, los, mach weiter, Mann. Ja, ich lauf doch schon weiter. Schwimm, du Luder. Schwimm. Alter, mit Schwimmflossen wäre mir das nicht passiert. Ah, sag das nicht. Ah! Boah, tempt er langsam. Ja, ich hab's geschafft, Onkel, danke. Bin raus. Bin aus dem Wasser raus. Ey, da unten ist eine Dodo-Familie, habt ihr schon gesehen? 5 Stück? Hol dir das wegen dem Fleisch. Haha. Oh, eine ganze Familie. Haha. Mach die alle kalt wegen dem Fleisch, weil das Fleisch brauchen wir dann für die Dilos. Was hat der Onkel da am Arsch kleben? Was hab ich denn hier? Was ist das? Boah, dauert das Tempel lange. Der Piranha, der mich genervt hat, der hab ich gekillt. Das welches Level war der? Ach, der Level 12. Ja, und ich hol das Zeug dann. Wir könnten auch gleich wechseln, wenn du magst. Und dann gebe ich ihm quasi den letzten Kick. Mhm, ich komm gleich runter, ich hab hier noch fleißig gerade Zeug gesammelt. Taut der ab, ey, der dreckige Sack. Oh ne, ich will nicht gegen die Adams Family kämpfen, ey. Ich hab 17,5 Effektivität. Mach doch mal die Dodos kaputt. Übelst wenig. Mhm. Wo bist du denn? Wie ist denn der Gesundheitszustand? Ja, ich hab dir gerade zugeguckt, wie du vor 5 von Dodo dem abhast. Oder von mir? Nee, ja, das sind Dodo halt 5 zu viel. Unter Hälfte. Wieso? Also ich glaube, das hängt auch mit daran. Oh, ich bin so schwer, ich komm mal runter. Es hängt, glaube ich, auch mit daran, wie die Person, wie der Gesundheitszustand ersteigert. Oh, das ist ja der Schnelligkeit, wenn das höher ist, umso schneller tämmt der, glaube ich, auch.
Ne, es ist eher so, was ist dein Level, was ist das Level vom Vieh? Ah. Weil der ist 24 du musst und ich will richtigen Bären nehmen, ne? Das wirst du. Ja, stimmt, nicht die blauen, ne? Ne, die Ami-Bären, das sind die, die der... Die gelben Bären. Ja. Die sind die Ach so, Ama-Bären. Ja. Und die Azul-Bären nimmt er nicht gerne, oder was? Ne. Ist doch auch bei den komischen... Ama-Bären? Okay, Bären, jetzt hat er den. Genau, die ist da am liebsten. Okay. Ja, noch drauf gucken, was er ja, was der das du dreckiger. Mist, ich hab jetzt hier mal eine App runtergeladen fürs Handy. Da steht alles drin. Nee, jetzt steht da nur 16,3, gerade 17,5. Also die Azulberries sind besser. Echt? Jetzt, pass auf. Vielleicht mag der die Bären nicht so. Nee, 16,3, warte mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich hatte gerade mit den jetzt blauen hatte ich 17,5. Ja. Vielleicht auch, weil du an dem dran bist. Bist du drin? Ich stehe nur dran. Okay. Also gerade war es 17,5. Und es kommt vielleicht auch drauf an, welche Beeren als erstes da sind. 15,8, also es geht weiter runter, aber ist ja bald fertig. Soll ich da noch ein bisschen sammeln, dass wir noch genug Narkotikbeeren haben? Ja, damit wir noch dieses Narkotikzeug machen können. Weil ich sammle nämlich auch fleißig Beuten. Ich bin Killer gerade in dem Part hier. Aber das ist die Rache, weil die Viecher mich die ganze Zeit genervt haben hier. Weil die ja so übel sind. Ich muss nur mal ganz kurz ins Haus zurück, ich hab so viel Fieber dabei. Die scheiß Piranha decken mir so am Sack, ey. Okay. Aber jetzt sind sie tot. Du brauchst Fleisch, hast du gesagt, ne? Ja, Raw Meat, beziehungsweise auch noch gespoiltes. Also hol dir was du brauchst zum Essen. Ja, ich und den Rest. Das. Ich brauch nichts, ich komm mit Bären zurecht. Du sollst es ihm aber nicht geben, du sollst es runter an die Kisten nehmen. Genau. Fleisch, ja, kann ich doch reinpacken, ist doch kein Problem. Für gleich dann auf jeden Fall ein Dilo zu holen, ne? Für das Raw Meat und das Gespoilte, also da mache ich dann noch Zeug mit. 13 Fleisch habe ich. Ich habe auch noch ein bisschen Fleisch. Ich tue das Fleisch, 13. was ich habe, tue ich braten. Okay. Ja, die können ja auch gebratenes zum Essen. Stimmt. Ja, geht das. Ja, ich renne der Smiley hinterher. Smiley, hallo. Ja, dann braten wir alles, dann braten wir das ganze Fleisch. Dann muss ich was trinken gehen, dann komm ich wieder. Onkel, hier, nimm mal das Fleisch. Du brauchst es reinstecken, ja. Reinstecken? Mhm. Okay. Ich steck es hinein. Du, alles 15% braten. Jetzt auf einmal. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe auch gesagt, dass ich auf jeden Fall erwähne, und zwar, wenn die Waffen kaputt sind, und du hast sie unten in der Leiste. Und du hast die richtigen Materialien, brauchst nur drauf zu drücken und dann kann man die auch reparieren. Hm. Das hat der Wolle gesagt, ne? Genau. Ich wusste es vorher, aber du wusstest es nicht. Was sagst du, Alter? Wolle 158. Ich wusste es noch nicht, ja. Wolle 158 war es. Der hat Echt? Das war Sergeant? Ich dachte, das war alter Sack. Das kann auch sein. Ja, war das Sergeant, alter Sack. Du hast doch mit ihm gesprochen. Beide geschrieben, das ist ja das. Oh, lass mal rein. Ja, bitte? Muss noch mal du hast das Haus fertig gemacht, habe ich gesehen, ne? Nee. Für den Mr. Unbekannt? Hast du doch fertig. Mr. Unbekannt. Du kannst das Schild noch davor stellen, wenn du magst, aber noch nichts draufschreiben. Ja, du kannst uns bitte auch zwei Schilder machen. Also jedem eins. nicht einem zwei. Ja, okay, machen wir. Wie viele schwarze Bären hast du noch? In dem Vogel sind noch 11 drin. Ja, ich sammle nochmal. Weil das hört sich gerade ein bisschen lustig an. In dem Vogel sind noch 11 Bären drin. Es wäre schon lustiger, wenn in dem Bär 11 Vögel drin sind, ne? Das, ja. Hat er auf jeden Fall gut gejagt. Alter. So. Brauchst du irgendwas? Soll ich irgendwas holen? Holz sammeln? Irgendwas? Ja, das Zeug brauche ich immer. Holz und Fetch. Ja, dann gehe ich mal meißeln, meine ich. Ja, bald müsst mir noch mal gucken, wo ich dann so einen Strebergarten anlegen kann. Ich würde dann gerne so eine Markierung haben, weil dann kann ich hinterher mal so einen Plot schon mal hinsetzen. Weil ich würde mich echt interessieren, was ich da so anpflanzen kann. Gleich ist das Ding fertig, Alter. Was ein Nervbolzen, ey. Soll ich denn jetzt auch, wollen wir uns darauf hinarbeiten, dass wir mehrere Betten haben? Weil dann nehme ich das auch gleich mit, lerne ich das auch gleich mit. Ich hab doch ein Bett noch gemacht. Hast du noch? Oh, ein Bett hat er gemacht. Ja, das hast du mir gegeben, das habe ich ja bei mir aufgestellt. T-Rex Killer Rachejäger. So. Ach so, und ich weiß nicht, wie weit sind wir denn noch Zeit, obwohl da kann man das gleich lernen. Dann nehme ich der Part, das ist schon wieder zu Ende.
liebe Freunde. Okay, sehr gut, weil wir haben nämlich, genau jetzt haben wir T-Rex-Killer-Rachejäger dabei. Unseren Dodo Level 24, dank sogar 25, T-Rex-Killer-Rachejäger. So, jo. Ich bring den gerade mal zur Base. Genau, da würde ich nämlich jetzt sagen, dass wir mal erstmal den Part zu Ende machen, zu Ende bringen. Jo. Machen wir das so. Gut, machen wir. Bis dahin. Und würde ich sagen, jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, ciao. Okay. Nicht zu schreien. Ja, ciao. Ciao.